Also den Teil der Mannschaft, den ich wahrgenommen habe, habe ich dann doch überraschend aufgeräumt, positiv, tatenlustig wahrgenommen. Wir haben gute Trainingseinheiten gehabt, sicherlich mit etwas anderen Voraussetzungen, als das sonst der Fall ist. Klar, nach dem Spiel 2 Tage frei, das ist vielleicht mal üblich, aber dann mit dem, ja, mit dem direkten Start immer ins Training hier alles nur draußen zu machen, ja. Die meisten sind es schon gewohnt aus der ersten Corona-Phase. Trotzdem stellt man sich das natürlich in dieser Phase der Saison eigentlich anders vor. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir hatten gute Trainingseinheiten. Auch die Jungs, die wir dazugenommen haben aus der U23 und aus der U19, haben es wirklich richtig gut gemacht. Und ja, wir freuen uns aufs Spiel, freuen uns auf Schalke, wir freuen uns auf eine tolle Atmosphäre und wir sind uns sicher, dass wir da den einen oder anderen überraschen werden.